jetzt macht halt mit, bitte. Der Herr sei mit euch. Danke. Ja. So. Herzlich willkommen zu unserem ökumenischen Gottesdienst zwischen der evangelischen Christusgemeinde und eurer katholischen Kirchengemeinde Maria Heimsuchung. Was gibt's da zu lachen? Das ist ein Gottesdienst, ja. Ich freue mich, dass unsere Ministranten alle da sind. Ich sehe den Jürgen Giuseppe, den Legolas Kurt, die Angelina Kunigunde, ja, angeführt von unserem Oberministranten Rüdiger. Ja, Rüdiger, alles Gute zum 55. Geburtstag. Was gibt's da zu lachen? Ich begrüße herzlich unseren Altbürgermeister, Herrn Dr. Dollhopf. Alles Gute nachträglich zum 93. Geburtstag, ja, mit seiner reizenden zweiten Frau Chantal. So, was gibt's denn da zu lachen? Das ist immer Gottesdienst, hallo. So, wir verabschieden an dieser Stelle die Kinder in den Kindergottesdienst, den Frau Brockenwurf-Schreckenstein leitet heute zum Thema Maria Magdalena, Heilige oder Hure. Nein, falsch. Falsch, ganz falsch. Der Vortrag morgen im katholischen Tagungszentrum St. Blasius ist zum Thema Maria Magdalena, Heilige oder Hure. Der Kindergottesdienst ist zum Thema Unsere Welt ist bunt. Und da sind wir schon bei den Veranstaltungen dieser Woche. Am Mittwoch ist Bauchtanz im Frater Nikolaus Haus. Nein! Am Mittwoch ist Seniorentanz im Frater... Nee, das passt auch nicht. Am Mittwoch ist Seniorenbauchtanz im Frater Nikolaushaus. Ja, so ist es richtig, ja. Ich sehe auch einige, die da mitmachen könnten. Ja, ja, so. Ach, jetzt hört halt auf zu lachen. Das ist auch nicht einfach für mich, ja. Mein Name ist Günter Greulich. Ich bin Kirchenvorsteher von der Christusgemeinde. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was macht denn der Günther da? Ja, das frage ich mich auch. Was? Eigentlich haben ja euer Monsignore Meier und unser Pfarrer Schlurchel gemeinsam diesen Gottesdienst vorbereitet. Leider sind die beiden überraschend am Freitag gemeinsam in den Urlaub geflogen. Ja. Nach San Francisco, sie wollen heiraten. Ja. Rüdiger, das hast du auch nicht gewusst, gell, ja? Sie sind sich bei der Vorbereitung dieses ökumenischen Gottesdienstes irgendwie näher gekommen. Ja. Ja, aber sie haben uns diesen Gottesdienst zum Thema versöhnte Ökumene, ja, sehr lustig, noch vorbereitet. Als erstes Lied singen wir: Du hast uns, Herr, in dir verbunden. Und währenddessen kann nicht der Klingelbeutel rumgehen, denn den haben sie genauso wie den Opferstock mitgenommen. Amen. Amen.